Ich bin jener Teil des Geistes, der stets das Böse will, aber das Gute schafft. Ein Teil vom Teil, der früher alles war. Der Teil der Dunkelheit, die sich das Licht gebar. Das heißt, hier wird eine ganz wichtige Information, die uns wahrscheinlich nicht sehr gefällt. Wir haben einen Generator benötigt, der über die Dunkelheit die Entwicklung angetrieben hat. Das heißt, wir wurden immer wieder in die Dunkelheit der Negativität hineingezogen, haben dort Mist gebaut. Dieser Mist hat sich in der karmischen Rückkopplung sozusagen manifestiert und hat damit das menschliche Bewusstsein ständig konfrontiert. Es muss was geschehen, es muss was verändert werden, wir müssen anders werden, ich muss mich ändern. Das heißt, das ist dieser Generator. Das heißt also, ich will die dunkle Seite nicht rehabilitieren, aber eines ist uns aus allen heute zugänglichen höheren Quellkommunikationen klar, es ist damit der Schatz dieses evolutiven Prozesses wesentlich größer geworden. Und was jetzt auch, und das ist vielleicht wirklich etwas, was fürs Erste uns erstaunt, wenn wir in die reale Welt, die uns heute beschäftigt, hineinblicken. Es beginnt dieser Selektionsprozess, das Entsorgungsgut auf dieser Ebene wird zunehmend ausgesondert und das wird auch im Außen sichtbar. Und der Schatz, der daraus gewonnen wurde, bleibt nicht nur erhalten, sondern wird in den ursprünglichen göttlichen Plan integriert.